Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich Schmalzgebäck, aber nicht mit Hefeteig, sondern mit Kefirteig oder mit Joghurtteig kann man das machen. Und das geht viel schneller als mit dem Hefeteig. Und außerdem, die welche können keine Hefe vertragen, das ist auch super Alternative. Oder die welche mit dem Hefeteig nicht so richtig zurechtkommen. Und so sehen die. Aus diesem Mini, was ich euch angebe im Rezept, bekommt ihr so eine große Schüssel voll. Und obendrauf einfach mit Puderzucker bestreuen. Und genießen. Ich mache jetzt eine auf und dann seht ihr, wie fluffig sind die. Außen knusprig, aber innen drinnen. Die sind so weich, so fluffig hier, richtig schön weich und schmecken wunderbar lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Dieser Teig geht wirklich sehr schnell. Wir brauchen Kefir. Wenn ihr natürlich nicht unbedingt mit Kefir machen wollt, kann man auch zum Beispiel Joghurt nehmen und etwas von Zitronensaft dazu geben, dass es ein bisschen mehr Säure reinkommt. Geben wir es jetzt in den Schüssel. Alle Zutaten stehen unten in die Beschreibung wie immer. Ich habe jetzt 300 ml Kefir genommen. 3 Esslöffel Zucker, so nicht ganz halbe Teelöffelchen Salz, 50 Gramm geschmolzene Butter. Und dann geben wir gesiebte Mehl dazu. Ich habe jetzt nur mehr 550 Gramm Mehl durchgesiebt, aber es muss mal bei dem Kneten sehen, wie viel braucht man Mehl. Der Teig soll weich sein und sogar etwas klebrig. So, gebe ich jetzt mal einen Teig. Dann noch ein Teil und auf diesen Teil gebe ich auch jetzt 2 Teelöffel Backpulver. Am besten auch 7, dass keine so Klumpen da bleiben, weil es kann passieren, dass in dem Teig werden die nicht aufgelöst und dann beißt man drauf. So, das ist mein Unterrühren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch natürlich mit Knete Hacken von Mixer arbeiten. So, und ich nehme jetzt die Hand, weil mit der Hand spüre ich besser, wie viel Mehl brauche ich noch. Weil von Qualität von Kefir oder Joghurt, es ist schon mal plus minus ein paar Esslöffel drin. So, und gebe ich jetzt immer wieder nur portionsweise rein. So, der Teig fühlt sich wirklich schon sehr gut an. Nehme ich auf den Tisch und knete durch. So ein bisschen Hände abreiben, dass es den Teig nicht an die Reste von dem Teig an die Hände klebt. Und kneten wir durch. Und wenn er merkt, dass doch es klebt an die Hände stark, dann ein bisschen Mehl dazu geben. Müssen wir schon ein bisschen durchkneten, unseren Teig. So schaut ihr, wie sieht unser Teig. Weich und etwas so klebt, aber nicht stark. So, machen wir ein bisschen Mehl auf die Platte. Schüssel obendrauf und lassen wir unseren Teig jetzt 30 Minuten ruhen. Und schaut ihr, wie viel Mehl ist übrig geblieben bei mir. Das werde ich jetzt abwiegen und für euch genau Menge von dem Mehl reinschreiben. Und ihr schaut immer nach Art eures Produkten, was ihr nehmt. Mit dem Mehl zum Schluss dazu geben und so viel nehmen, wie viel es man braucht. So, nach 30 Minuten können wir weitermachen. Aber bevor wir mit unserem Teig arbeiten, werden wir schon ein Töpfchen mit dem Öl
auf den Herd stellen zum Aufhitzen, weil es geht jetzt dann schnell. Das Öl könnt ihr nehmen, so ein Öl, was ihr nehmt immer zum Frittieren. In meinem Fall heute habe ich kein Öl genommen. So, und jetzt werden wir das ausrühren. Das in unserem Öl nicht zu viel diese verbrannte von dem Mehl ist, werden wir unseren Teig ausrollen mit dem Öl. Ist schön weiches Teig. So, gebe noch ein bisschen Öl. Dass nichts klebt. Und dann rollen wir aus. Ich habe auch nicht mehr meinen Teig geknetet. So wie es jetzt unter dem Schüssel ist, rollen wir jetzt ihn auseinander. Nicht zu dünn rollen, dass den Schmalzgebäck richtig schön etwas dicker und fluffiger ist. So wäre ich dann schon okay. Ist ungefähr vielleicht 0,8, kann man bis 1 cm lassen. Und schneiden wir wie bei ganz normalen Schmalzgebäck in den, also Wuferchen, sage ich so. Ich schneide so leicht, dass ich meine Arbeitsplatte vielleicht nicht zerkratze. Eventuell kann man auch Pizzamesser nehmen. Ich habe jetzt ungefähr vielleicht 1,5 bis 2 cm Streifen. So, und dann quer. Ungefähr so 3 cm. Haben wir. Und jetzt gehen wir ans Herd und werden wir die ausbacken. Einfach jede einzelne danach nehmen und in Öl reingeben. So, Öl steht zum Aufhitzen und ich habe schon auch Schüssel vorbereitet und in die Schüssel habe ich reingemacht so eine doppelte Küchentuch. Wenn wir das rausnehmen, das überschüssige Fett könnte in den Tuch reingehen. So, probieren wir jetzt mit einem oder so weit. Naja, es kann noch ein bisschen. So, und jetzt, ich glaube, können wir es schon ausbraten. So viel reinmachen, dass die noch Platz zu schwimmen haben und die ein bisschen aufgehen, dass es genug Platz da dann zum Umdrehen. Braten wir erstmal auf einer Seite und dann drehen wir die um und auf die andere. Es kann man mehrmals einfach die umdrehen, bis die von beiden Seiten goldbraun sind. Schaut ihr, wie goldig sehen die aus? Und wenn die jetzt schon so braun sind, können wir die rausnehmen. Denn Hitze habe ich aber nicht auf volle Stärke gemacht. Nur das Öl aufhitzen, aber danach etwas runterschalten. Dass es nicht zu schnell wird gebraten, dass die auch innen drin auch durch sind. So, und so geht es weiter. So. Wir können schon mal eine aufmachen, bis die so schön warm, oh, die schmecken am besten. Schaut, wie fluffig sind die. Die sind richtig so schön weich innen drinnen und außen haben die so knusprige Kruste. Und so schön warm, einfach mit Puderzucker bestreuen und so warm genießen jetzt zur Tasse Kaffee, ist echt perfekt. Ich kann euch nur empfehlen, das nachzubacken. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wünsche euch danach eine schöne Kaffeezeit mit eurer Familie oder Freunden. Und ich würde mich natürlich freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!